Schaut mal, Gulasch vom Schweinefleisch nach dem Rezept von Oma Frieda. Und wie dieses wunderbare Gericht funktioniert, seht ihr in diesem Video. Und für unser Gulasch, wie Oma Frieda es gekocht hat, brauchen wir folgende Zutaten. Schweinefleisch, ich habe hier 1,6 Kilo und dieselbe Menge auch an Zwiebeln. Dann wird mit Knoblauch gewürzt, süßen Paprikapulver und in meinem Tee-Ei habe ich Piment, Pfefferkörner und Kümmel, für die Verdauung sehr gut. Bisschen Öl brauchen wir zum Anbraten und etwas Salz. So, und jetzt stellen wir einen Topf auf. Ist natürlich schön, wenn der eine große, breite Fläche hat und wichtig ist, dass der Topf richtig heiß wird. Wir haben nämlich sonst das Problem, dass das Fleisch kocht und das wollen wir nicht. Wir wollen es schön angebraten haben. Da geben wir jetzt das Öl schon mal dazu. Jetzt ist die richtige Hitze. Jetzt kommt unser Fleisch rein. Da müsst ihr natürlich aufpassen mit dem Spritzen, dass ihr euch nicht verletzt. Und nicht gleich umrühren. Das soll jetzt einmal angebraten werden. So, jetzt können wir schon mal das Fleisch drehen. Ihr seht, wir haben schon eine schöne Farbe. Das Ganze noch mal so 2 Minuten anbraten und dann geben wir die Zwiebel dazu. Schaut einmal, was wir schöne Farbe haben. Und ihr dürft nicht erschrecken, wenn der Boden jetzt schon so ein bisschen sich anlegt, weil durch die Zwiebel, durch die Feuchtigkeit, werdet ihr sehen, löst sich das und wir kriegen die Farbe fürs Gulasch, die wir brauchen. Ah, das sieht schon so schön aus. Seht ihr, wie die Zwiebel gleich die Farbe annehmen? Und ihr seht, der Bodenansatz löst sich schon und es geht alles schön, diese Farbe in unsere Zwiebeln, so wie wir das haben wollen. Und jetzt wird es auch Zeit, dass wir den Paprika dazugeben. Da müssen wir nur aufpassen, der Paprika soll sich entfalten, soll aber nicht verbrennen. Von daher muss man da wirklich umrühren und das darf nicht zu lange sein. Das lassen wir vielleicht so eine Dreiviertelminute, Minute mit im Topf, damit das Aroma, der Paprika kann sich sein Geschmacksvielfalt richtig entfalten, aber wirklich, da ist Vorsicht geboten. Der Knoblauch kommt jetzt schon mit dazu und unsere Lorbeerblätter gehen wir schon mit rein. Jetzt rühren wir das nochmal schön durch und jetzt wird es Zeit aufzugießen. Und zwar, Oma hat keine Brühe genommen, sondern die hat mit Wasser aufgegossen. Und zwar so, dass das alles schön bedeckt ist. Und wenn wir jetzt die Flüssigkeit drinnen haben, dann kommt unser Ei rein mit Piment, Pfefferkörnern und Kümmel. Das geben wir hier schön rein ins Gulasch. Und dann wird noch mit Salz gewürzt. Da müsst ihr noch aufpassen, weil das jetzt ja auch länger kocht. Nicht zu viel, aber so eine Teilwürzung machen wir jetzt. Jetzt lassen wir die Flüssigkeit aufkochen und dann lassen wir das Ganze leicht köcheln. Wir schauen einmal so nach einer Stunde, Stunde 15 nach, wie es ausschaut, weil wir kriegen dann auch eine Bindung durch unsere Zwiebel. Aber jetzt lassen wir es mal kochen. Und jetzt muss ich mal das wunderbare Gulasch probieren. Ich nehme das auf den Teller hier. Das ist wirklich so köstlich, ausgezeichnet. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Daumen nach oben gebt oder unseren Kanal kostenlos abonniert. Vergesst nicht, uns auf Instagram mal anzuschauen. Wir haben da einige schöne Bilder. Und bis dahin sage ich Tschüss und danke, euer Alex.